Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Indie-Titel, den ich gerne mal antesten wollte. Und zwar ist es High Noon Revolver und ich sag's mal so, das Spiel ist relativ schnell, beziehungsweise es macht schon echt Laune und auch sehr süchtig. Es kostet derzeit, glaube ich, 5 Euro bei Steam und ich will euch mal gerne zeigen, also ich sag's mal so, für 5 Euro ist schon, müssen wir mal gucken, ob das sich lohnt, also deshalb will ich euch das gerne mal zeigen. Und zwar habe ich hier drei Charakter und einmal ist es der Wesley, einmal das Chicken und den Annie oder Annie habe ich jetzt so freigeschaltet, da wo ich jetzt ein bisschen so das Spiel so gespielt habe und wollte ja nicht direkt rein und sagen, scheiße, bin ich kacke. So, wir werden mal mit Wesley anfangen. Ihr seht ja auch unten links, ich habe extra meine Cam oben gemacht, weil ich wusste nicht bei diesem Spiel, wo ich sie hinmachen sollte, weil es ist ein 2D-Shooter, Action-Shooter sozusagen, man läuft halt von links nach rechts und ich zeige es euch einfach gleich mal. So. Dann haben wir hier zum Beispiel den Overhead, also der schießt so eine Explosionsschuss. Bei dem weiß ich es nicht, den habe ich noch nicht getestet. Und der, das ist so ein Scharfschütze und da kann man dann sozusagen zielen und die Gegner dann anvisieren. Also wir werden mal den erstmal, Wrestler erstmal testen. So. Und ich würde sagen, er geht's auch schon los. So. Okay. So, wir sind halt ein, ich glaube, es soll halt ein Räuber sein, der einfach entkommt. Und dann müssen wir jetzt halt sozusagen die Sachen hier ausweichen. Boah, Alter, ist das... So, und ihr seht es auch immer so, ab und zu hat man mal den hier, den Schuss zum Beispiel oben links, seht ihr das? Wenn dann so, oh... Die Schüsse aufladen. Ich weiß halt nicht, ob die sich nach der Zeit aufladen. Oh shit, jetzt habe ich auch nicht gepennt. Nee, wenn man schießt, dann laden sie sich auf. Die Vögel, die sind auch so tricky. Warte mal, so. Außerdem seht ihr das auch an der Waffe, wenn die Waffe leuchtet. So. Dann ist der Schuss aufgeladen. Ah, ich glaube, wenn man so schießt, glaube, oder? Nee, ach nee, man muss das treffen. Alles klar. So. Okay, man kriegt am Ende jeder Stage so eine Kiste und da ist halt Gold drin, Herzen drin oder sonst irgendwas. So, die gehen eigentlich noch. Die Raben sind halt das, was mich immer nervt. So. Ah, der läuft sogar mit. Okay, so. Ich bin nun wirklich, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht höher als Stage 1 gekommen. Ich weiß nicht, ob ich mich zu blöd anstelle oder ob ich mittlerweile zu alt für sowas bin. Aber, guck mal, aber es ist sehr tricky, also ich kann es schon so sagen. Ja, genau! So, okay, dann machst du mal das Herz, erstmal holen, zack, und jetzt noch den letzten Schuss und weg ist er. Hä? Okay, die hatte ich auch noch nicht als Gegner. Sieht irgendwie aus wie Bonuspunkte. Okay, eine goldene Kiste. So, eine goldene Kiste ist im Endeffekt, da kannst du dir aussuchen, was du nehmen willst. So, ich weiß halt selber noch nicht, was was ist. Also, bigger Butt, slower Projectile. Hm. Okay, was haben wir hier? Also, wir haben jetzt 13 Gold. Was haben wir hier? Increase Invisible Time. Okay, wir können auch sparen, ne? Aber ich würde sagen, wir machen erstmal das hier. Einfach mal kaufen. So. Es erinnert mich so ein bisschen... Wartet mal. Die Vögel sind halt so das echt beschissenste hier in dem Spiel. Kann man so sagen, wie es ist. Weiß nicht, bis jetzt. Also ich weiß ja nicht, was da noch kommt. Oh, was ist das? So. So, machen wir den noch. Also wie gesagt, wenn es euch Bock macht, Leute, 5 Euro kostet es derzeit auf Steam. Wer auf so Indie-Titel steht, ich meine, das ist echt nicht schlechtes Spiel. Woo! Okay, Stein hat auch noch nicht. So, jetzt haben wir den auch noch. Kann man die Steine kaputt machen? Ich weiß das gar nicht. Aber weiter, ich bin wirklich ehrlich jetzt am weitesten gerade schon in der Aufnahme. Das hatte ich nämlich alles noch nicht. So, lad mal nach. Ich bin irgendwie so gestrickt, dass ich einfach alles kaputt machen will. Keine Ahnung, ob das... Wow, danke. So. Nein, ich bin tot. Oder? Nee, doch nicht. Ich lebe noch. Hä, wieso lebe ich noch? So, erstmal den. Machen wir erstmal alle Kisten kaputt. Und jetzt noch den. So. Nein, der Vogel! Ja, Vogel! Nein. Okay, dann würde ich sagen, wir starten mal mit den Schicken, weil den habe ich da ist jetzt noch nicht gespielt. So. Okay. Man kann das Spiel auch im Koop zu zweit spielen, auf einem PC sozusagen. Unten seht ihr auch noch die Farbe. Okay, wir machen mal
Ja, komm, Lila. Und ich bin echt mal gespannt, was der jetzt kann. Also man schaltet auch nach und nach Charakter frei, soweit ich weiß. Okay, das ist geil eigentlich. Hä, wo hab ich jetzt... Der hat noch 3 Leben! Okay, so. Okay, das ist RIP. Hier, das Ei! Kann ich das Ei nicht benutzen? Hä? Hallo? So. Stirb. So. Das ist ja im Endeffekt noch das erste Level, Leute, ne? Also ich stelle mich halt richtig... Wieso kann ich das Ei nicht benutzen? Okay, keine Ahnung. Vielleicht ist das Ei irgendwie ein Sonderleben oder so. Ich kann es euch ehrlich nicht sagen. So. Okay. Aber der muss ja echt ein bisschen ausweichen. Das ist echt manchmal richtig tricky. So, und ich mit meiner Reaktion wie so ein Opa, ey, manchmal. So. Hä, aber ich frag mich echt, was das bringt hier mit dem Ei. Okay, ein Herz ist schon mal nice. So, nochmal nachladen. Ich würde gerne meine Stage weiterkommen. So. Ah, das mit dieser Schuss ist echt nicht schlecht. Also, Leute. Bis jetzt kann ich den hier empfehlen. Weil dadurch kriegt man auch die Vögel am besten. Puh, boah, das ist knapp. Was, Dynamit? So, den noch. Okay. So, jetzt haben wir erstmal die. Oh, jetzt hat er mich fast da erschossen hier. Ah, trotzdem, ich weiß. So, okay, wir können jetzt was kaufen. Wir haben 33! Okay, was haben wir? Increased Coin Drop Change? Achso, Increased Coin Drop Chance. Oh Gott, Leute, ich change. Also, das heißt, wir kriegen hier mehr Gold. Increased Damage and Gravity Shots. Okay. Und das... Chance to poison enemy on hit. Ja, ich würde sagen, wir machen das mal mit dem Gift. Ist vielleicht nice. So. Trotzdem würde ich gerne wissen, was das Ei bringt, ey. So. Oder was das Gift eher bringt, würde ich auch wissen. Vielleicht machen die dann keinen Schaden oder so. Boah, Alter. Ah, das ist schon geil hier, wenn du so durch 2 Stages oder 2 Ebenen durchschießen kannst. Ach, unten ist ja der Balken. Ich hab den gar nicht gesehen, ey. Hä? Wer hat mich denn jetzt erwischt? So. Okay, wir haben jetzt wieder die nächste goldene Kiste, Leute. Was haben wir hier? Full HP bringt uns nicht viel. Wir haben, glaube ich, 2 von 3 Increase, also Invisible Time. Und dann hier. Ah, oh, schade, kann man nicht machen. Die Rusty Wash, weiß ich nicht, was die bringt, aber... Ach komm, wir gehen weiter. Das gehen wir es, ja komm. So. Nein! Wow, Boss! Okay, ich habe noch nie einen Boss gesehen. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was das Ei bringt. Okay, das Ei ist sozusagen ein Sonderleben. Okay, das Ei ist ein Sonderleben. Und ich habe dann nur noch 2 HP, habe ich gesehen. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal schnell den anderen an mit der Schrotflinte. Und dann würde ich sagen, ja. Wie gesagt, wenn euch das Spiel gefällt, schaut euch einfach mal rein. Wie gesagt, es kostet 5 Euro. Wenn es euch das wert ist, dann haut zu. Der Link, den haue ich natürlich bei euch in die Beschreibung. Bei euch in die Beschreibung.
Ich bin zurzeit echt so auf den Indie-Trip, Leute. Ich weiß nicht warum, aber so, ich bin wirklich so zurzeit echt ein Fan davon geworden. Oh. Der ist echt ein bisschen schwer zu spielen, weil du hast nur zwei Schuss. Und ja, genau. Lass mich hier alles schnell killen. Und ihr seht auch schon, der Schrotschuss, der geht dann auf alle über, ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel den mache, dann kriege ich auch den dahinter. Aber was mich wundert, dass das so viel Schaden macht. Okay, so, jetzt haben wir erstmal das. Komme ich denn jetzt hier runter? Oh, wow. Muss ich nachladen. Oh, ich glaube, wir kriegen sogar die... Zack. So. Ja, ist 2 Gold, ey. Okay, 11. Das ist schon echt tricky ein bisschen mit dem hier. Aber das ist jetzt eine neue Figur, die ich schon freigeschaltet habe. So. Okay. Ja, er hat mich erwischt, oder was? So, zack. Jetzt holen wir erstmal die Kiste da oben noch und laden das mal nach. Und jetzt können wir wieder rein. Okay, das war's schon. Davor der Run war am besten, glaube ich. Longer Range. Okay, also wir können weiter schießen. Ja, das bringt uns einfach gar nichts gerade. Ich weiß nicht, ob man das 10 Gold opfern soll für voll AP. Keine Ahnung. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob es das rentiert. Aber ich glaube nicht, oder? So, weil jetzt haben wir eh wieder voll. Also, keine Ahnung. So. Man kann ja auch den hier mal, also man kann ja auch so schnell hin und her wechseln, aber das nutze ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Zack, zack, zack. So, da haben wir so ein bisschen Gold. Weil die fliegen, diese Vögel, die droppen ja auch Gold, also. Bei denen nur an, weiß ich jetzt nicht, was das so bringt hier. Keine Ahnung. So. Und noch den letzten. So, jetzt haben wir wieder eine Goldkiste. Oh, was haben wir hier? Increased Movement Speed, also dass wir schneller laufen. Oh, Maximum Ammo, also dass wir mehr Munition haben, wäre schon nice, ne? Scheiße, Mann. Schade, dass man die nicht so sammeln kann und dann für immer behalten kann. Das wäre richtig cool. Dann könntest du auch sagen, okay, man kommt auch weiter über Zeit. Also, bigger but slower. Probier das einfach mal. Oh, wow. So. Okay. Ich meine, der ist auch nicht schlecht, ne? Aber... So. Erstmal den, den. Zack, zack. Den noch. Also macht schon Bock, Leute. Also sie so ist halt so ein 2D-Shooter, was viele kennen einfach. Weiß nicht, ich stehe wie gesagt zurzeit so voll auf diese Indie-Titel. Keine Ahnung warum. Oh. So. Oh, das war knapp. Oh, jetzt haben wir wieder einen Boss. Oh, das ist mies, ey. Alter. Alter, was muss ich jetzt machen? Ah, wahrscheinlich da oben auf das Ding schießen, ne? Kann ich da durch? Nee. Okay, ich darf nicht in ihn rein, okay. Boah, das ist echt mies. So, hat mich hier immer noch ein Herz. Hauen wir die mal tot. Boah, Alter. Ja, wow.
Ja, wie lange geht das denn noch? Ich wollte doch nur den ersten Boss schaffen. Ja gut, meine Freunde, ihr habt schon mal gesehen, wie es ist. Also das geht auf jeden Fall noch weiter. Gibt es viele, viele Level. Ich habe das schon gesehen. Ich bin leider nicht über das erste Level hinausgekommen. So, ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Leute. Hey, nun, wie gesagt, 5 Euro kostet es auf Steam. Und wer Fragen hat, haut es einfach in die Kommentare. Und somit bin ich raus. Und ciao.